Am drittletzten Tag des Jahres 2021 hat RTV Kompakt das zu bieten. Montanregion, das Erzgebirge im Mai-Juni 2021. Knappschaft, neue Bannerfahne für Schwarzenberger Habitträger. Und Eisenhammer, 5 Fakten über Frohnauer Hammer. Glück auf! Im Jahresrückblick bei RTV Kompakt geht es mit dem Monat Mai weiter. Auch als Wonnemonat bezeichnet, beginnt der Mai bekanntlich mit einem Feiertag. Doch der fiel in diesem Jahr, wie gerade erst auch die Weihnachtsfeiertage, aufs Wochenende. Zum Start in die erste Maiwoche lautete die Top-Überschrift auf der Titelseite der Freien Presse: Intensivmediziner rechnen mit weniger Covid-Patienten. Am Dienstag stand an gleicher Stelle: Sachsens Koalition will Impfzentren länger offen halten. Mittwoch mal nicht Corona, sondern NSU 2.0, Festnahme nach rechtsextremen Drohschreiben. Bevor es dann mit dem alles bestimmenden Thema weiterging, am Donnerstag: AOK-Studie, deutlich mehr Sterbefälle in zweiter Corona-Welle. Am Freitag: Geimpfte und Genesene erhalten ab Wochenende mehr Freiheiten. Und die Titelschlagzeile am Sonnabend, dem 8. Mai 2021 in der Freien Presse: Holzlager in Deutschland leer. Bau klagt über Materialmangel. Und worüber haben wir im Mai berichtet? Ein Querschnitt. Der Mai beginnt mit dem Tag der Arbeit. 2021 war der Feiertag an einem Sonnabend. Die Linke in Stolberg hatte anlässlich des Maifeiertages eine Kundgebung auf dem Marktplatz abgehalten. Initiiert hatte die Veranstaltung die Aktion Aufstehen gegen Rassismus Erzgebirge und der Ortsverband der Linken von Stolberg und Umgebung. 10.000 stationäre und 28.000 ambulante Patienten im Jahr, betreut von ca. 750 Mitarbeitern, darunter Auszubildende. Darauf hat die Kliniken Erlabrunn GmbH Anfang Mai anlässlich 70 Jahre Krankenhaus Erlabrunn aufmerksam gemacht. In Schwarzenberg wird 2021 die als Viadukt bekannte Eisenbahnüberführung am Kreisverkehr B101 und Straße des 18. März durch einen Neubau ersetzt. In der ersten Maiwoche hat der Brückenabriss richtig Fahrt aufgenommen. Das Gärtnern hat gerade in dieser ungewöhnlichen Zeit an Bedeutung zugenommen. Keine Urlaubsreise in ferne Länder, keine Veranstaltungen. Da bietet der eigene Garten einen perfekten Rückzugsort. Mit diesem Argument hat die Stadt Schneeberg diesmal für ihren traditionellen Pflanzenmarkt am Rathaus geworben. Blumenpflanzen, Beeren- und Obstgehölze, Stauden- und Gemüsepflanzen, all das gab es für die bevorstehende Gartensaison am 8. Mai an mobilen Verkaufsständen. Eine neue Brücke nach Pachthaus ist im Jahr 2021 in Johann-Georgen-Stadt die Baumaßnahme mit dem finanziell größten Umfang. Zuerst musste die alte Überquerung der Eisenbahngleise abgerissen werden. Das ist im Mai erfolgt. Bienen haben am 20. Mai ihren Arbeitsplatz im Eisenwerk Elterlein bezogen. Dass das ausgerechnet am 20. Mai geschah, kommt nicht von ungefähr. Seit dem Jahr 2018 wird am 20. Mai der Weltbienentag begangen. Am vorletzten Maiwochenende wurde Pfingsten gefeiert. Im sächsischen Gemeinschaftsdiakonissenhaus Ziern in Aue konnte in der malerischen Kulisse auf der Parkwiese ein Gottesdienst mit Pfarrer Jürgen Schubert stattfinden.
Der durch die Corona-Pandemie geforderte Abstand konnte im Freien gut eingehalten werden. Die Stadt Lauter-Bernsbach hat seit Mai zwei Mitfahrerbänke. Eine in Bernsbach, die andere in Lauter. Bauhofmitarbeiter Kai Lessmüller konnte am 27. Mai im Beisein von Bürgermeister Thomas Kunzmann und den Ideengebern die dazugehörigen Schilder anbringen. Nimmt jemand auf den roten witterungsbeständigen Bänken Platz, so signalisiert die Person vorbeikommenden Autofahrerinnen oder Fahrern, dass sie in den jeweils anderen Stadtteil mitgenommen werden möchte. Ein Jahr neigt sich dem Ende entgegen. In der Stadt Aue-Bad Schlema wurden im Jahr 2021 bis Mitte Dezember 564 Vornamen vergeben. Dabei gaben 395 Eltern ihrem Nachwuchs nur einen Vornamen auf den Weg. Die Rangliste der am häufigsten vergebenen Vornamen führt bei den Mädchen Emilia an, gefolgt von Ella. Den dritten Platz teilen sich Emma, Leni und Mia. Bei den Jungen kommen Fritz und Leo auf Platz 1. Auf Platz 2 sind mit Anton, Finn, Karl, Linus, Luca, Max und Theo 7 Namen gleich auf. Auf Platz 3 folgen Emil, Franz, Leo, Oskar und Paul. 160 Mal wurden im Jahr 2021 2 Vornamen für den Nachwuchs ausgesucht und 9 Eltern entschieden sich sogar für 3 Vornamen für ihr Kind. Und wir machen weiter mit den Bildern aus dem Juni. Unwetterpotenzial war für das erste Juniwochenende angekündigt. Doch wo dann der meiste Regen mit welchen Auswirkungen niedergießt, weiß man vorher nicht. Im Erzgebirgskreis war diesmal der westliche Teil betroffen. Besonders erwischt hat es den Schneeberger Ortsteil Lindenau. Fahrradübergabe vom Rathaus in Lauter-Bernsbach. Die Stadt radelte beim diesjährigen Städtewettbewerb von NWAM und Midgas zwischen dem 7. und 14. Juni für einen guten Zweck. Bürgermeister Thomas Kunzmann nahm zu Beginn ein E-Bike und das notwendige Zubehör entgegen. Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz setzen indes ihre Idee von einem Netz mit Fahrradreparaturstation weiter um. Nach einer ersten Servicestelle beim Fernsehturm Geier ist seit Juni Mildenau mit einer solchen ausgerüstet. Die befindet sich auf dem ausgewiesenen Wanderparkplatz mit Rastplatz am Mildenauer Weg in Richtung Neugrumbach, parallel zur Dorfstraße. Er liegt in unmittelbarer Nähe des Annaberger Landrings und bietet daher einen weiteren perfekten Standort für die Outdoor-Werkstatt. Ein Lacrima-Trauerzentrum für Kinder und Jugendliche wurde am 17. Juni feierlich in Zwönitz eröffnet. Sebastian Brückner, Leiter der Einrichtung in der Gustav-Adolf-Zeitler-Straße, stellte dabei das Anliegen vor. Es besteht darin, den Trauerprozess einfühlsam und kompetent zu begleiten. In Trauergruppen treffen sich dazu Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene alle 14 Tage und teilen ihre Erfahrungen. Stefan Richter aus Bad Schlema gehört zu den 15 Sachsen, die im Juni bei 2 Festakten in Dresden den Bundesverdienstorden erhielten. Der Geehrte hat gemeinsam mit dem Verein Bergmanns Blasorchester Chor Bad Schlema das Europäische Blasmusikfestival Internationale Musikfest ins Leben gerufen und mit Leben erfüllt. Im Berghotel auf dem Bärenstein im gleichnamigen Ort ist wieder Leben eingezogen. Am 18. Juni öffnete das Team um den neuen Pächter Dennis Feist erstmals die Türen des neu gestalteten Restaurants.
Einen Tag später sorgte eine Bikerhochzeit für einen ersten Höhepunkt. Auf dem Freizeitgelände Alte Ziegelei in Niederwürschnitz begann im Juni ein Rummel, wie wir ihn von früher, soll heißen, vor den Corona-Einschränkungen kannten. Im Mittelpunkt ein Autoscooter, übrigens der letzte seiner Art in Holzbauweise. Drumherum finden die Kinder noch weitere Vergnügungsangebote, vom Kinderkarussell bis zur Schaukel, während Papa seine Treffsicherheit überprüft. Eine Fête de la Musique ist eine prima Möglichkeit, unterhaltsam in den Sommer zu starten. In Zwönitz wurde das weltweite Fest am 21. Juni, einem Montag, auch gefeiert. Ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug wurde am Abend des 25. Juni im erzgebirgischen Oelsnitz feierlich an die Feuerwehr übergeben. Technisch handelt es sich beim HLF 20 um einen echten Allrounder. Damit ist Halbzeit, was die Bilder des Monats betrifft. Was die heutige Sendung betrifft, so sind zwei Drittel vorüber. Das letzte Drittel beginnt mit unserer Serie Sprüche aus aller Welt, die auch in den letzten 12 Monaten wieder ordentlich Zuwachs bekommen hat. Sprüche aus aller Welt. Auf ein kleines Geschenk darf dein Auge mit Freude sehen, wie du der Sonne selbst für den Schatten danken solltest. Aus Persien. Die Liebe hat ihre eigene Sprache. Die Ehe kehrt zur Landessprache zurück, aus Russland. Was hat man sich nicht alles ausgerechnet? In Scharen sollten die Touristen ins Erzgebirge kommen, nachdem die Montanregion zum Welterbe ernannt worden war. Was kam, war die Pandemie. Die Bergbautradition und die vielen erhaltenen Zeitzeugnisse konnten nicht so wie erhofft punkten. Da halten wir wenigstens die Fahne hoch. Die Knappschaft Schwarzenberg freut sich über eine neu angefertigte Bannerfahne. Die Funkestickerei Eibenstock stellte das repräsentative Stück mit den Maßen 80 x 120 cm und versehen mit der Inschrift Knappschaft Schwarzenberg 1835 e.V. nach historischer Vorlage her. Bei einem Pressetermin im Rathaus der Stadt wurde die Standarte von Stefan Hahn im Beisein seiner Frau und Enkelin Linda Opp vorgestellt. Die Standarte hat an sich die Bedeutung, unsere Knappschaft mit Name und Heimat wie den Ort Schwarzenberg zu präsentieren. Und ganz einfach, es ist eine feierliche Sache, wenn man mit der Vereinsstandarte oder mit der Bannerfahne eben zu Bergbaroden zieht und die Stadt Schwarzenberg präsentiert.
Die Anfänge der heutigen Tradition und Brauchtumspflege gehen auch in Schwarzenberg weit zurück. 1579 wurde ja die Knappschaft erstmals erwähnt und 1835 wurde dann die erste feierliche Übergabe einer Vereinsfahne. Die wurde geweiht und weil ab 1835 ging dann die Knappschaft Schwarzenberg selbstständig zu Berg beraten. Bis zu diesem Datum war sie der Knappschaft Johann Georgenstadt untergeordnet. Im Museum Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte, gibt es noch die Knappschaftsfahne, die am 3. März 1835 geweiht wurde. Die trägt das königliche Wappen und die Aufschrift Glück auf. Die Revierfarben waren schwarz und kaminrot, wobei die rote Farbe der Fahne im Laufe der Jahre verblichen ist. Der Entwurf stammte vom Finanzprokurator und Schwarzenberger Bürgermeister Johann Traugott Lindner. Im Jahre 1982 fertigte der VEB Sticktex und Buntstickerei Eibenstock die Knappschaftsfahne neu nach dem Original im Museum. Zwischenzeitlich wurde die Fahne mehrfach restauriert. Die Fahne, die 2021 ersetzt wurde, war vor über zwei Jahrzehnten als eine Neuanfertigung über die Stadt Schwarzenberg entstanden. Und dieser Vereinsstandort wurde 2001 von der Stadt Schwarzenberg an die Knappschaft übergeben, um auch eine kleine Standorte zu bergberaten zu haben. Und vor drei Jahren hatten wir die Vereinsstandorte restaurieren lassen, aber das war, ich möchte sagen, eine misslungene Sache. Sie wurde nur aufgearbeitet, aber die Flecken und es war nicht. Und da haben wir uns entschlossen, dieses Jahr, voriges Jahr haben wir sie bestellt, dieses Jahr eine neue Standorte für unser Verein fertigen zu lassen. Der Habitträger nutzte den Termin, um der Stadt für einen Zuschuss in Höhe von 1.500 Euro für die Neuanfertigung der Fahne zu danken. Die Gesamtkosten belaufen sich auf über 3.500 Euro. Die Neuanschaffung ist erstmal bezahlt. Die Stadt Schwarzenberg hat sich daran mit beteiligt. Die Restsumme wurde vom Verein bzw. mit Hilfe von Sponsoren erbracht. Das hat natürlich ein Loch in die Vereinskasse gerissen. Und wir würden uns auch freuen, wenn in Zukunft wir Sponsoren finden könnten, die eventuell uns mit unter die Arme greifen. Schwarzenbergs Oberbürgermeister Ruben Gerhardt dankte der Knappschaft Schwarzenberg für ihr Engagement. Er nutzte den Termin im Rathaus auch, um gemeinsam mit Stefan Hahn darauf aufmerksam zu machen, dass der Verein für die junge Generation offen ist und Nachwuchs sucht. Linda Opp ist derzeit das jüngste Mitglied der Knappschaft Schwarzenberg und würde sich über Mitstreiter freuen. Mit Blick auf die Montanregion sollte man, wenn von Schwarzenberg die Rede ist, das Schloss und den Erlahammer erwähnen. Der befindet sich im Ortsteil Erla und ist eines der wenigen noch erhaltenen Beispiele eines westerzgebirgischen Hammerwerkes aus dem 17. bis späten 18. Jahrhundert. Unser Augenmerk richten wir jetzt aber auf die Bergbaulandschaft Annaberg-Frohnau. Da sind zum Beispiel noch Tagesgebäude von der Grube Malwine und der Grube Markus Röhling erhalten. Und natürlich der Frohnauer Hammer. Fünf Fakten über den Frohnauer Hammer. Erster Fakt. Die UNESCO-Welterbestätte Frohnauer Hammer besteht seit stolzen 400 Jahren. Zweiter Fakt. Die Anlage kann seit über 100 Jahren besucht werden und gilt heute als das älteste Schmiedemuseum Deutschlands. Dritter Fakt. Museumsbesucher können in Frohnau das funktionstüchtige Hammerwerk mit Wasserkraftantrieb in Aktion erleben. Vierter Fakt. Der Frohnauer Hammer geht auf eine im 15. Jahrhundert erwähnte, an der Sehma gelegene Getreidemühle zurück. Fünfter Fakt. Seine Blütezeit erlebte der Eisenhammer in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
Wer schon etwas älter ist, der denkt beim Frohnauer Hammer auch an Johannes Schönherr, den Hammerhansel. Das unvergessene erzgebirgische Original. Legendär sind seine gelegentlichen Auftritte mit dem Akkordeon im Hammerwerk, wäre am 21. Dezember dieses Jahres 100 Jahre alt geworden. In den 1980er Jahren war sogar eine Amiga-Schallplatte mit den Gassenhauern des Hammerhansel erschienen. Vielleicht hat ja jemand von Ihnen noch diese Rarität. Ich erscheine morgen wieder, wenn wir unseren Jahresrückblick dann mit den Monatsbildern Juli und August fortsetzen. Bis dahin, Glück auf! Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.